Montana Black vor 25 Jahren. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist heute schon lange. Have you ever had a dream that you had you want him to do you so much you could do anything? Warum kein Dark Mode, Digga? Bist du fahrenblind oder was? Lösch dich. A plus plus. Über das Spiel habe ich gestern noch. What? Dachte Carsten, das ist Dark Mode? Hä? Noch mit dem Mann von meiner Freundin geredet. Hat er bearbeitet? Ich bin letztens bewusst geworden, Monte zum Beispiel mit 3 Millionen Abonnenten auf Instagram. Es gibt 82 Millionen Deutsche. Das heißt, jeder. sowas live zu auszurechnen ist immer falsch. Ist immer. Da darfst du keine genauen Zahlen sagen. Da musst du selbst wenn du dir sicher bist, du hast das Ergebnis. Da würde ich mal ganz ruhigen machen. Siebte oder so kennt Monte oder folgt Monte. Jeder siebte Mensch. Nein, hab ich mich verrechnet. Wir fangen erstmal so mit einer kleinen. Das ist das Problem. Einsteigerfrage an, damit wir uns so ein bisschen kennenlernen. Habt ihr schon mal Arschloch geleckt? Was soll das? Was ist das für ein Scheiß? Das ist die Einsteigerfrage. Ach du Scheiße. Okay, war lustig. Ich weiß ja, ob man das auf der Kamera so rüberkommt, aber ich bin jetzt richtig krass steil runter. Fahren kann man es nicht, aber vielleicht im Sitze. Wenn man auf den Rollen bremst, das ist eine sehr entspannte Fahrt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Be slowly. Yeah, I didn't see that coming. Beste, Alter. Aber guck mal, jetzt, dadurch fängt das auch richtig an. Sag mir eine Frau, die in Deutschland wohnt. Halt's Maul, war das echt? Aber ist das wieder zusammengebastelt. das ist gut, das Video. Scheiße, das ist gut. Fake, war fake? Okay. Blond ist, Brüste hat und nicht abonniert von Instagram Nico ist. Das ist echt zierlich, Digga. Und ihr wundert euch, warum Inscope, wenn keine Chick in seinem Stream sitzt, nicht mal die 10.000 Viewer average hittet, Chat. Hallo? Jo, moin, mein Bester. Alter, wie alt! Sowas ist so geil, wenn die schon so lange da sind. Das ist geil. Chill mal noch ganz kurz, 5 Sekunden, ich habe noch was zu klären, passt es? Hallo! Ob das passt, Mann! Moin, Revi. Ich sehe doch nicht aus wie Revi, ich bin doch nicht blond und dumm. Habe ich echt was zwischen den Zähnen, Bruder? Safe wieder ein Prank. Das habe ich vorhin gegessen. Da will ich jetzt wirklich keine Scheiße im Chat sehen. Vorhin gab's Kartoffelsuppe von Mama mit einem leckeren Brötchen. Eigenen Brüder gegessen. Da! Bei Kartoffelsuppe ist mir alles andere Schnuppe. Ein sehr heißes Objekt in unserem Universum. Ja, und was ist der Mond? Ein sehr kaltes Objekt in unserem Universum. Weil Mond ist ja kalt. Weil nachts ist ja kalt. Ich esse nämlich jetzt mein Frühstück. Oh Mann! Nein! Ey, ohne Witz, das scheint jetzt zwar radikal, das fuckt mich so heftig ab, ohne Witz, ich würde umziehen. Ich würde die Wohnung möbliert einfach abgeben. Die kriegst du nicht mehr sauber und eine neue zu kaufen ist auch scheiße. Ich würde den Preis ein bisschen runterdrücken und einfach umziehen. Oh, das ohne Witz, das sind wirklich Albträume. Das ist das Schlimmste, was man sehen kann. Es wird nicht gegessen und getrunken am Arbeitsplatz. Nur in äußersten Notfällen bei einem 10-Stunden-Stream. Ich hab einen Crush auf Papa Platte. Mhm. Aber ich hab einen Crush für Leute, die ein cooles Overlay haben. Nachdem es mit Papa Platte aka Kevin nicht geklappt hat, kommt jetzt der nächste Kevin. Ich finde das orange und orange. Das ist ein sehr sympathischer Typ. Hier sehen wir den neuen Fang. Ich saß in meinem alten Peugeot, den Anna liebevoll Schimmel getauft hatte, klammerte mich an mein Lenkrad und zog an meiner Zigarette. Oh.
Ich finde das Bild halt gut, weil halt 30% von seinem Gesicht verdeckt werden. So. Das ist ein bisschen Schadensbegrenzung. Was? Ponte, nicht auch noch du? Was macht ihr denn? Oh, das ist so ölig. Das Mauspad kriegst du nie wieder ganz. Das wird immer nach dem scheiß Öl riechen. Ey, ach komm, scheiß drauf, ey. Das war's mit dem Mauspad. Warten auf den nächsten Hafen, immer nur warten. Aber so ist das Leben. Da kommt er endlich. Über die Gangway gelangt der Lotse an Deck. Auch die Schlepper sind bereit. Alles klar zum Ablegen. Das läuft in allen Häfen nach den gleichen Regeln ab. Der Lotse dirigiert die Schlepper. Dani, danke für 4 Euro. Kannst du Danny einen Kuss geben? Den Job kann ja jemand... Hendo, danke für 4 Euro. Digga, meinte Human Benchmark. Irgendwie gönnt ihr die 4,20 Euro Kuss. Komm, das hören wir uns hier einmal an. Ich sag euch, das neue Lied von PA, das ist relativ neu. Das feiere ich echt hart. PA Sports Energie. Hat er ein Video dazu überhaupt? Mal gucken, vielleicht hat er ein Video dazu. Boah, ich dachte, das wäre neu, vor 3 Jahren. Und das ist nicht neu? So, hey, Digga, nee, der kleine Hund. Jetzt kann ich Gas geben. Hä, ich bin ja nicht lang. Nein. Bin der Erster? Nice. War das deine eigene... Ey, todesgeiles Video. Übel geil. Jedes Mal, wenn Teammates gewonnen wird, leider hatten wir Corona und deswegen kamen die Sachen nicht am Start, werden immer vier Ringe hergestellt und die Gewinner kriegen die dann und die Verliererringe werden zerstört. Leider kam die ein bisschen zu spät. Ich hab den Gewinnerring gerade bekommen. Die, okay, wir haben keinen Fokus drauf, ne? Die gilt es jetzt zu sammeln, dass man die ganze Hand voll hat. Deswegen werde ich richtig schön viele Teammates-Dinger gewinnen. Teammates 2021, erste Show, Trimax. Pokal an den Seiten. Und davon werde ich alle. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir brauchen 10 Shows. Dann habe ich an jedem Ring. Jo, an jedem Ring ein Finger. Nee, an jedem Finger ein Ring. Ey, mach mal Fokus jetzt hier, Kamera. Ah ja. Wo gibt's noch mal Ringe, wenn man was gewinnt? Ist das nicht beim Super Bowl so? Fast wie so. Ja, genau, Super Bowl. Super Bowl. Das sind die Infinity-Steine von Thanos? Ja, Digga, dann krieg ich halt die Steine von Thanos. Auch gut. Ist gut. Amar hat natürlich auch einen. Und der von Nico und Sascha wurde zerstört. Geil. NBA haben auch mit denen. Ha? Das ist geil. Das musste ich kurz zeigen, weil ich habe den gerade heute bekommen. Kam an. Wegen Corona kam der verspätet. Nächstes Mal vergeben wir den dann in der Show. So geil. Zerstört oder gar nicht hergestellt? Na, eigentlich haben wir 4 Ringe vor Ort. Und die Gewinner kriegen dann beide einen. So. Und die Verlierer kriegen dann natürlich keinen Ring. Die werden dann zerstört.